Hallo meine Freunde, hier bin ich wieder. Hier habe ich ein Baufahrzeug, einen sogenannten Muldenkipper. Die Vorderachse ist gefedert, es sind zwei Getriebemotoren verbaut. Pro Räder sozusagen Allradantrieb. Ferner habe ich noch einen Scheinwerfer eingebaut. Das Untergestell stammt von einem alten Buggy. Den habe ich geschenkt bekommen und dann habe ich mir gedacht, ich fange mal an zu bauen. Jetzt lassen wir das Teil mal fahren. Das war nichts Genaues. Das obere Oberteil von dem Teil ist alles aus Alu gebaut. Die Hinterachse ist natürlich auch gefedert. Ich muss noch ein bisschen üben. Mit Fahrzeugen bin ich eigentlich wenig. Begabt, liebe Schiffsmodelle. Schauen wir das Teil mal komplett an, dass man es besser sehen kann von oben. Thank you.
Ja, das war's eigentlich schon wieder. Viel Spaß beim Gucken.